Grüß euch alle miteinander, heute zu unserem kurzen Redetraining. Ihr wisst, es gibt ganz viele Leute, die können gescheit reden, die können gut reden, aber dass man es wirklich auch so umbringt wie möglich, da braucht es Profis wie Enki. Und weil du noch keiner bist, ja, dann kein Thema. Ich habe ein paar kurze Tipps und Tricks in dem Video, wie du schnell zu einem Profi werden kannst. Wie es vielleicht schon aufgefallen ist, arbeitet der Körper beim Reden immer mit. Es ist die Mimik, es ist die Gestik, man muss das alles unterstreichen, was man macht. Wenn ich nur so da stehe und mich nicht bewege, mein Gesicht nicht bewege und die Hände nicht, dann ist es bald einmal ziemlich fad, dass man irgendwo zuhört. Weil immer, da schafft man ja ein daneben. Deswegen, ganz was Wichtiges, immer ein Lächeln im Gesicht haben. Man muss nicht über beide Ohren grinsen, aber zumindest einen freundlichen Blick. Und wenn das Thema mal ernst wird, darf man natürlich schon auch ein bisschen ernster reinschauen. Wichtig ist auch, immer die Hände im Spiel haben. Mit den Händen kann man ganz viel machen und zum Beispiel auch Wörter oder Argumente unterstreichen. Man kann es unterstützen, wenn man was aufzählen will, wenn man mehrere Punkte hat. Oder man kann sein Argument auch nochmal unterstreichen, damit jeder weiß, das ist wichtig, das muss man merken. Wenn man gerade mit den Händen nichts unterstreicht, dann würde ich vorschlagen, sucht euch eine gute Position für eure Hände, wo sie immer bleiben. Das heißt, man kann entweder so oder man macht diese berühmte Merkel-Raute, auch damit man selber ein bisschen runterkommt und einen Standpunkt hat. Wichtig ist dabei aber nur, bitte macht es nicht so. Nicht wie ein Dormo, weil das schaut immer so schützend aus, als wenn man selber irgendwo Angst hätte und man sich vor Publikum schützen muss. Bitte einfach ein Stück laufen da. Das gleiche gilt auch, wenn ihr mit Handzettel arbeitet. Bitte mit dem Handzettel nie so vor das Gesicht, vor den Mund. Da hört man euch nicht sprechen. Die Handzettel so in einer mittleren Höhe behalten, nicht zu tief unten, aber so, dass ihr gut lesen könnt. Aber die Handzettel euch nichts nehmen. Und natürlich das Publikum euch auch als ein ganzer betrachten kann. Jeder, der frei redet, hat natürlich dann sofort die Möglichkeit, mit seinen Händen mitzugestikulieren. Und das ist ganz wichtig, weil es macht einen riesen Unterschied, ob ich so dastehe oder wirklich was darstelle. Das nächste ist natürlich auch der Stand. Man kann gern sich auf der Bühne oder wo auch immer es redet, wenn ihr die Möglichkeit habt, immer wieder mal einen Schritt vier, einen Schritt hinter oder einen Schritt zur Seite machen. Das ist alles kein Thema. Wichtig ist nur, dass es nicht unruhig wirkt. Man sollte es so, wie es zur Rede und wie es zu einem selber vor allem passt. Lasst euch da von irgendwas einreden. So, es muss zu euch passen. Natürlich nicht starr dastehen, nicht umherum tanzen. Das sind eigentlich so die gröbsten Sachen, was man beachten muss. Was auch noch immer wichtig ist, ist der Blick. Jetzt natürlich beim Video ist es nicht ganz so einfach. Weil immerhin muss ich euch in die Kamera anschauen. Redet es aber vor dem Publikum, würde ich euch unbedingt empfehlen, dass ihr auch in Form von M die Blicke schweifen lasst. Das heißt, nach vorne, wieder zurück in die Mitte, rechts nach vorne und wieder zurück. Und das andauernd. Und wenn ihr aber kein M macht, ist auch kein Problem. Wichtig ist nur, bitte nicht immer auf einen Stuhl hinstarren. Das nimmt bei euch so viel Aufmerksamkeit vom Publikum. Und da ist egal, wie gut und wie super es redet. Und wenn du das nicht umbringst, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Dann, wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich auf der Bühne präsentieren kann. Gerade noch mal kurz zu den Händen zurück. Wenn ihr sagt, ihr seid immer ein bisschen nervös, dann gibt es einen guten Trick. Macht sie in eine Ruheposition mit Daumen und Zeigefinger. Könnt ihr euch da auch ein bisschen massieren und die Nervosität ist weg. Kurz abschließend von meiner Seite, ich wünsche euch alles Gute für sämtliche Reden, die ihr macht, egal ob beim Bewerb oder sonst wo. Und merkt euch eins, auf einen guten Redner wird immer gehört und auf den wird immer wer zulassen. Und wichtig ist das, was ihr sagt und macht, richtig umbringt, sodass euch die Leute ernst nehmen und am besten voll das machen, was ich sage.